Ja, hallo Leute und willkommen zu einem kurzen Netshow von Minecraft. Und ich bin sehr erkältet. Also meine Stimme hört sich wohl anders an als sonst. Und naja, gut. Ich hoffe, das geht trotzdem. Ansonsten weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, Minecraft. Es heißt wirklich Minecraft und nicht Minecraft. So wie einige der schlauen Leute, die... Ach, das zeige ich euch mal ganz kurz. Einige der schlauen Leute, die zum Beispiel sowas hier machen, nach einem Minecraft-Let's Play suchen, aber Minecraft meinen. Solche Idioten gibt's ja. Hier habe ich sogar ein gutes Beispiel. Let's Play Together Minecraft und das ist nicht Minecraft, sondern Minecraft. Aber solche Leute gibt's halt leider wirklich. Das hier ist aber wirklich Minecraft. Und die Leute, die Notch auf Twitter folgen, die werden das Ganze wahrscheinlich schon gezockt haben. Denn es ist eine Art kleineres Minecraft in 2D statt in 3D. Und er hat es in 48 Stunden programmiert. Also nur in 2 Tagen hat er das Ganze auf die Beine gestellt. Und das ist wirklich ziemlich, ziemlich geil dafür. Und das möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen. Ich packe euch den Link in die Beschreibung, wenn ihr das auch mal zocken wollt. Und hier sehen wir, was wir brauchen. Und zwar, ja. Die Pfeiltasten X und C. So. Start Game, würde ich sagen. So. Genau. Er erstellt wieder eine willkürliche Map. Also, das ist keine vorangefertigte Map, sondern wieder eine zufallsgenerierte Map. Und hier sind wir. Wir können uns hier bewegen. Und haben eine kleine, aber feine Welt. Und naja, können jetzt, wie sonst auch, scheiße, was aufbauen und Sachen einsammeln. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt damit an, Bäume zu fällen. Unten haben wir diese Blitzanzeige, die soll heißen, dass wir eine bestimmte Ausdauer zur Verfügung haben. Ich kann also nicht die ganze Zeit schlagen, irgendwann wird er müde. Da muss er sich erstmal wieder ausruhen. Und dann hauen wir mal ganz kurz ein bisschen Holz. Na komm. So, ich weiß nicht, ob das reicht. Wir können jetzt mit X das Inventory öffnen. Da sehen wir dann, was wir haben. Ich würde sagen, wir machen eine Workbench. Wo packen wir die hin? Ich würde sagen, da wo wir hier gespawnt sind. Packen wir einfach mal hier in die Ecke eine. Zack. So, und jetzt können wir mit dem Inventory gucken, was können wir jetzt craften? Wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Also, wir können damit jetzt natürlich nicht alles machen, aber mit dem Ofen oder Oven, was heißt Oven? Oven heißt nicht Ofen, irgendwas anderes. Aber hier zum Beispiel mit dem Ofen können wir noch ein paar andere Sachen machen. Oder hier können wir eine richtige Work oder, nee, das ist auch eine richtige Workbench. Können wir auch nochmal eine Workbench machen und ganz viele andere Sachen. Ich würde sagen, wir hauen noch ein bisschen mehr Holz. Dafür braucht noch ein bisschen mehr für eine Axt zum Beispiel. Oh, da hinten ist ein Slime. Den machen wir mal eben kurz kalt. Bam. So. Na, komm her, du Scheiß-Zombie. Nein. Aua. Verdammt. So. Dann schauen wir mal ganz kurz. Haben wir genug Holz jetzt für eine Axt? Ach, wir hatten sowieso schon genug. Ah, ich dachte, wir hätten 5 von 10, aber wir haben 8, 18 von 5, die wir brauchen. Ah, okay. Rechts steht also die Anzahl, die wir haben, und links die wir brauchen. Gut, habe ich mich jetzt vertan. Zack, jetzt haben wir eine Axt. Und die können wir jetzt ausrüsten. Jetzt sehen wir unten rechts. Wir haben sie ausgerüstet und jetzt können wir halt bei den Bäumen mehr Schaden machen. Und so geht das Ganze natürlich etwas schneller. Ich glaube, dass die Werkzeuge nicht kaputt gehen. Ich habe es bisher aber auch noch nicht so lange gezockt, dass ich jetzt wirklich herausgefunden hätte. Wow, shit. Bam. Ha. Okay, wie man Leben bekommt, schätze ich mal durch die Äpfel. Yes. Da bekommt man. Oh. Bekommt man ein Leben durch. Was allerdings auch gesund, ach, Ausdauer kostet. Man kann das also nicht die ganze Zeit machen. Hier haben wir Acorn, das sind hier solche Sachen zum Pflanzen. Also diese Saplings.
die man hier ab und zu mal setzen sollte, damit hier auch neue Bäume wachsen. Und ich würde sagen, dann... ich würde gerne mal hier irgendwie... Ich würde mal gerne zum Dungeon. Also ich habe das wirklich 2 Minuten gespielt oder so. Fand es ganz nett. Wollte es auch mal zeigen. Und habe mich dann halt jetzt dafür entschlossen, das dann doch auch mal zu machen. Ansonsten habe ich damit noch nicht viel gemacht. Ich war bisher noch nicht in so einem Dungeon, also in so einer Treppe runtergegangen. Habe ich noch nicht gemacht bisher. Nochmal eine. Gibt ja gar nicht. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal eine Spitzhacke. Eine Chest kann ich auch machen. Wo ist sie? Da. Nehmen wir uns die mal einmal. Pickaxe. So, hier, das sieht nach einem... das sieht nach einem schweren Material aus. Aber hier können wir uns durcharbeiten. Ha. Jetzt haben wir ein bisschen was. Haben wir ein bisschen Stein bekommen. Und schon wieder. Nice. Dann machen wir das hier auch nochmal. Man muss halt nur mal gucken, dass man das Ganze mit der Ausdauer richtig hinbekommt. So, und jetzt könnten wir... Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir direkt mal eine Steinaxt und eine Steinspitzhacke. So, dann wollte ich mir nochmal ganz kurz ein bisschen was an Stein. Mache ich am besten mal hier oben ein bisschen was weg. Ohne dass ich jetzt die hier die Steinspitzhacke verwende. So, dann kann ich mir jetzt auch noch ein Schwert machen. Aber mir läuft die ganze Zeit die Nase. So, ja, jetzt haben wir noch ein Schwert. So, und ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Oh. Aua, aua, verdammt. Shit, wo ist er? Ha! Und dafür braucht man dann wohl wahrscheinlich die Lantern. Also die Laternen. Was brauche ich denn dafür? Dafür brauche ich Holz, Slime, glaube ich. Und was ist das andere? Eisen oder was ist das? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal hier durchzukommen. Nee, geht immer noch nicht. Also ist schon ziemlich schweres Material. Und dann würde ich sagen, hauen wir mal ein paar Schleime kaputt. Bäm. Ha. Einschlag. Na, scheiß Zombie. Komm her. Ha. Noob. Bäm. Also ich meine, ich gehe jetzt einfach mal hier auch noch rein. Macht eigentlich eher weniger Sinn, weil da wird es genauso dunkel sein. Aber man kann ja mal schauen. Ach, oder ich brauche so ein Zeug hier. Ah! You died. Oh. Nein, wieder ganz von vorne. Okay, das habe ich nicht gewusst. Man fängt also scheinbar wirklich wieder ganz von vorne an. Und hier ist Wasser. Geil. Scheiße. Wenn ich keine Ausdauer mehr habe. Oh, fuck. Na gut, also auf jeden Fall habe ich euch das Spielprinzip gezeigt. Ich kenne mich da wie gesagt jetzt nicht komplett mit aus. Also ich schätze mal, dieser Stein im Berg, sag ich mal, war jetzt nichts Besonderes. Der sah allerdings ein bisschen heller aus. Der sah circa so aus wie hier. Und vielleicht war es ja irgendwas anderes. Ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchte man für die Laternen oder Laternen ja noch irgendwie, weiß ich nicht, sowas. So was Silberartiges. Vielleicht brauchte man noch erst einen Ofen, dass man das hier, was wahrscheinlich... Nee, das... Ach, das ist Kohle. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, gut, das war recht kurz. Aber ich denke, ihr habt alle das Spielprinzip verstanden. Was ich nochmal ganz kurz machen möchte, ist mir kurz ein bisschen Holz holen. Für eine Workbench und eine Schaufel. Denn wie das funktioniert, habe ich auch noch nicht geguckt. Und was gab es noch? Da gab es auch noch hier, wie heißt es, so ein
Ach, wer ist das denn jetzt? So ein Farmdingen. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Muss ich auch gleich nochmal gucken. So, ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal. Ach, wir haben sowieso noch immer eine Workbench dabei am Anfang. Ah. So, genau, so eine Hoe. Shovel. Machen wir mal uns eine Shovel. Und damit kann ich jetzt. Damit kann ich also hier den Boden entfernen. Mehr oder weniger. Hey, da war was. Hä? Sieht so komisch aus. Ach, das ist tiefer gegraben. Ah, okay, dann fehlen da die Dinger. Das sieht man echt schlecht. Ah, okay. Da kann ich also einmal den Belag, sag ich mal, entfernen. Und einmal das Ding ganz entfernen. Dann läuft da jetzt auch schon Wasser rein. Ah, okay. So, dann würde ich sagen, probieren wir jetzt. Naja, Moment. Wir brauchen erstmal. Oh, nee. Das bringt mir jetzt ja nichts. Nee, Slime auch nicht. Pack mal weg jetzt. Seeds dort sind. Nutze ich einfach das mal ganz kurz. So. Denn wir brauchen noch ein bisschen Holz und dann schaue ich noch mal ganz kurz, wie das ist mit dem Farming. Ob es was hier gibt, ob man das machen kann, weil hier Seeds habe ich ja auch schon wieder gefunden. So. Dann eine Hoe. Ah, damit kann man so Seeds machen. Ah, okay. So, und wenn ich jetzt die Seeds benutze, dann wächst das scheinbar. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, reicht das erstmal für dieses Let's Show. Ihr merkt, ich bin ziemlich krank. Also, ich kann zumindest kaum aufnehmen. Deswegen lasse ich das momentan noch erst. Denn ich möchte jetzt nicht unbedingt, auch wenn es dann, sag ich mal, nur für ein Part ist, schlechtere Qualität bieten. Weil, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Part Mass Effect so aufnehmen würde, der bleibt ja der Part. Den kann ich ja dann später im Endeffekt nicht nochmal verbessern oder so. Das ist ja scheiße. Das möchte ich ja nicht unbedingt. Deswegen, so ein kleines Let's Show kann ich ja mal machen. Damit ihr auch mal seht, was es denn noch so gibt, wenn man jetzt irgendwie nicht zu zocken hat oder so. Da kann man das auch mal gerne zocken. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.